Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity, wo wir jetzt, komm, runter von der Leine, uns auf den Weg machen, erstmal in Richtung des Aussichtspunkts, aber es liegt genau auf dem Weg von unserer Mission, die heißt nämlich, schieß mich tot, gehen zum Anwesen von De La Sœur gehen. Ich bin auch nicht sicher, warum ich 8000, wie heißt es denn? 8000 Truhen sammeln sollte. Okay, ich krieg dafür ein bisschen Währung. Aber bis jetzt muss ich auch noch in keinen Laden rein oder sonst irgendwas. Ja, man merkt einfach, ich muss aber nochmal sagen, das Klettern A und O. Man merkt schon wenig, dass die Leute versucht haben, die Entwickler den Wirrwarr ein bisschen rauszukriegen, indem die halt einmal A nehmen für hochklettern und einmal B für runterklettern. Im Parcours-Modus, um es irgendwie zu bewerkstelligen, dass man hier relativ brauchbar durchkommt. Heißt nur lange nicht, dass es immer 100% funktioniert. Also ich muss mich da echt noch dran gewöhnen. Ah, er ist schon echt guter Parkourläufer. Ach, da soll er hoch auf den Kirchenturm. Dam, dam. Na komm. Schöne Tauben. So. Synchronisiere mich. Ich nehme den Aussichtspunkt übrigens nur mit, weil das gleichzeitig ein Schnellreisepunkt ist. Bevor wieder kommt. Der Proof, der macht nur die Nebenmissionskacke. Man achtet auf die detailarme Mühle vorne links. So, runter mit dir. Boah, ich reg mich immer noch über die App-Kiste auf, ne? So. Da ist wieder eine Truhe. Die nehmen wir jetzt mit, weil auf dem Weg. Danke. 100 Francs. Initiatis-Truhe. Boah, nee, komm. Vor allem hier ist auch wieder eine Nomad-Truhe. Da könnte ich schon wieder kotzen, ey. Boah, ich hoffe, in Dragon Age Inquisitor nächste Woche habe ich nicht auch so einen Kack, dass ich irgendeine App machen muss. Beziehungsweise, ja, man muss auf der Webseite die Vorgeschichte nochmal machen, weil ich kann ja mein Savegame nicht benutzen. Das ist ja eine Sache immer wieder. Genau, der Blumentopf sah definitiv sehr sicher aus. Und wo auf Gottes Erden hast du bitte gesteckt? Ha! Hab ich dich, du kleiner Scheißer! Nur ein kleines Missverständnis, kein Grund zu... Euer Meister beherbergt einen gemeinen Dieb. Am helllichten Tag brach er bei mir ein und stahl meine Uhr. Tat er das? Nun, die Marie-Chaussee wird sich dieser Sache bestimmt gerne annehmen. Welcher Sache, Olivier? Eine ernste Anschuldigung gegen euer Mündel, Messire. Er hat gestohlen! Und was, bitteschön? Warte in der Bibliothek auf mich. Ach, das kleine Mädchen. Sieh mich bitte nicht so an. Victor betrügt, wenn er Karten spielt. Das weiß doch jeder. Arno? Mit wem redest du? Mit mir, Monsieur. Du wirst dich freuen, dass Olivier die Marie-Chaussee auf meinen Drängen nicht einschalten wird. Mal wieder. Je vous remercie, Monsieur. Das war jetzt das sechste Mal, das siebte. Ein anderer Zeitvertreib wäre gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfangen kann. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid?
Es reicht, wenn einer von euch hier herumwütet. Bleib hier und sieh, ob Olivier eine Aufgabe für dich hat. Die hat er sicher. Was war das? Bitte, grüßt Elise von mir. Erinnerung abgeschlossen. Diese Erinnerung bewerten. A, fortfahren. Einfach fortfahren, oder? Schönes Haus. Vor allem super. Jetzt läuft es echt von den FPS-Raten. Toll. Aber in der Sequenz Einbruch. Runter mal eben auf 29 FPS. Warum auch immer. Da war die doofe Kiste. Olivier! Die Generalstände. Es ist eine dringende Nachricht für den abwesenden M.D. Larcier eingetroffen. Er muss gefunden werden und den Brief umgehend erhalten. Wurdest du endlich rausgeworfen? Oh, das würde euch gefallen, nicht wahr? Es breche mir das Herz. Olivier, wäre ich nicht hier, wer würde dann eure Arbeit tun? Geh und striegel die Pferde, Bursche. An die Arbeit. Certainement, Monsieur. Sire, Sire de la Serre, wartet! Nom de Dieu. Nom de Dieu, nom de Dieu. Was gibt es, mon ami? Ein Brief für Sire de la Serre. Er ist dringend. Oh, immer ruhig, Blutperrot. Der Brief wird Monsieur de la Serre auch nicht schneller erreichen, wenn ihr vor Erschöpfung tot umfallt. Gebt ihn mir. Ich hole ihn ein. Er muss ihn heute noch lesen. Es ist äußerst... Äußerst dringend, ja. Das sagtet ihr bereits. Er wird ihn bekommen. Ist das nicht toll? Monsieur de la Serre, halt! Pech gehabt. Macht Platz, macht Platz! Oder drüben. Wie war das? Verdammt, macht langsam! Walnuss scheint in dieser Saison sehr in Mode zu sein. Wer führt denn bloß diese Kutsche? Pelops? So werde ich bestimmt Elise dann trotzdem mal sehen. Meine Güte. Monsieur de la Serre. Mes excuses. Falsche Kutsche. Ach du Kacke. Was ich brauche, ist ein Aussichtspunkt. Ach da... Ach komm, jetzt willst du mich doch ärgern. Hätte ich gar nicht vorher hingehen müssen. Weil es einfach doof in die Mission eingearbeitet wurde. Also doof nicht, aber... regt mich das auf. Innerlich. Ja, jetzt synchronisiere ich nochmal. Und an sich habe ich ja schon synchronisiert. Schon vor der allerersten Mission.
Dann ist es halt so. Die Generalstände, 5. Mai 1789. Da ist er und Elise. Natürlich. Adlerauge. Um Wachen der Umgebung zu lokalisieren. Lass das! Kein Zutritt! Schlag auf den Kopf ab! Komm! Was war das? Upsala. Hinten anstellen. Ach so, wenn ich in der Menschenmenge bin, dann erkennen die mich nicht. Dann denken die, ich gehöre dazu. Very interesting. Na, immerhin kann ich eine Kiste noch mitnehmen. Ah, ich muss auf jeden Fall hier rüber. Kommt doch. Natürlich entkomme ich. Du siehst auch schon, wie gut ich entkommen bin. Das ist natürlich immer so eine Frage. Was für ein Blödsinn das ist. Ich bin jetzt einmal querbeet gelaufen. Boah. Krieg ich die Krise. Habe ich auch schon gesehen, ne? Man registriert sich hier bei diesem Novizen-Ding. Und levelt mit anderen Assassin's Creed Spielen sein Level irgendwie auf, indem man Achievements macht und schießt mich tot und kann dann besondere Truhen aufmachen in dem Spielen. Oder hier in dem Spiel, oder ich weiß nicht, ob es in alten Teilen auch schon war. Krieg eine Krise. Krieg echt eine Krise. Weil einfach das voraussetzt irgendwo, ja komm, kauf dir die anderen Teile auch noch. Und ganz schlimmes Gehabe, finde ich, also so auf der, sagen wir mal, Spielinhalte exklusiv zu machen für gewisse Käufergruppen, sag ich mal. Ich suche eigentlich ein offenes Fenster, denke ich mal. Also von hier komme ich wohl auch nicht rein.
Da um das Aussichtsding. Bla bla bla. Ist schon alles gut. Ich will nur hier das Ding holen. Danke. Da muss ich wohl wieder in den Innenhof rein. Ah, da komme ich rein. Sehr schön. Nicht rennen, nicht rennen. Da kann man sich bestimmt drin verstecken. Ist das ein Kleiderschrank? Krass. Na gut, da vorne ist eine der Truhen, die ich finden kann. Sollte, müsste. Ding ding. So muss ich meine Uhr nicht mehr verwetten. Da unten ist eine Wache. Und hier ist die untere Galerie. Avez-vous une raison de tenir si près de moi? Obwohl die Einberufung, wie es scheint, etwas aus der Gebrauch gekommen ist, habe ich nicht gezögert, diese Praxis wieder einzuführen. Eine Praxis, die den König. Wo zum Teufel sind sie? Die Staatsschulden, zur Zeit meiner Inthronisierung bereits endlich enorm, sind aufgrund der Kosten eines teuren, schon wieder. Aber ehrenhaften Krieges noch weiter gewachsen. Der einzige Ausweg, der uns blieb, war die Erhöhung der Steuern. Und ihre ungleiche Verteilung machte die Sache noch unerträglicher. Große Unruhe und übersteigerte Hoffnungen setzten sich fest in den Köpfen der Menschen. Und diese beiden Dinge sind es, die unsere Meinung trüben können. Wenn sie nicht richtig gestellt werden, von eurer Weisheit und eurer Besonnenheit. Was denkt ihr, wie lange der noch in diesem Vertrauen, meine Herren, habe ich euch hier. So viel Klongesichter. Und ich spüre deutlich, dass dieses Vertrauen begründet. Denn bereits jetzt haben die. Tja. Und wer oder was übernimmt dann? Ein neuer König? Ein Rat aus fähigen Männern? Das ist die Frage, nicht wahr? Eine Waffenruhe. Worum bitte ging es da bloß? Nun kommt! Wir können das doch sicher ohne Blutvergießen klären, oder meint ihr nicht? Schnapp ihn, Hugo! Wohl eher nicht. Ihn, Hugo! Ruhig, mein Großer! Traurig einfach, dass man eigentlich nicht großartig blocken muss.
Naja, okay, jetzt muss man auch mal parieren. Also nicht parieren, sondern ausweichen. Hier hilft dir kein. Nicht gerade dein Tag, oder Viktor? Aufmachen da drin. Auf euer Wohl, meine Herren. Du, Bursche, halt! Was machst du da? Weglaufen! Wachen in Blau sind Ordnungshüter. Wenn sie jemand in deren Sicht attackieren oder töten, werden sie angreifen. Wer wird denn kommen? Ich mach euch einen Kopf kürzer. Und du Leiche, dann fang mal mit dem Beten an. Krass, ey. Was das für Scharfschützen sind teilweise einfach. Ja, hat mir was zu sagen. Komm, wir stehen hier mitten in der Menschenmenge. Und das ist denn sowas von scheißegal. Erinnerung abgeschlossen. Erinnerung bewerten. Meine Güte. Nö, warum soll ich die Erinnerung bewerten? Damit andere Spieler sehen können, dass ich das geil fand, oder? Parcours laufen. RT halten, um automatisch zu sprinten. Höher und weiter zu springen. B halten, um für den kontrollierten Abstieg. Okay, mit der Tür kann ich interagieren. Schön. Und ich glaube, jetzt habe ich wieder HP generiert. Nicht so ganz nachvollziehbar. Macht aber nichts. So, wir müssen bis nach da ganz oben nach Hause. Ach, verdammte Hacke. Na komm, geh hier hoch. Auf dem Weg gibt es noch die eine oder andere Truhe. Die nehmen wir natürlich mit. Weil sie auf dem Weg liegt. Dann kriegen wir vielleicht auch mal mit, was überhaupt los ist. Moment. Kann sein, dass die Truhe hier zwischen versteckt ist. Ja. Na komm. Bah, jetzt renn doch nicht die ganze Zeit. Du sollst nur eine Truhe aufmachen. Nächste wäre die hier. Die halbwegs auf dem Weg ist. RT plus B halten für schnelleres Rutschen. Nein, das ist nicht richtig. Das würde in dem Fall nur bedeuten, dass ich kontrollierten Abstieg mache. Warum sollte ich dann schneller rutschen können, wenn ich B wegmache? Aber vielleicht würde es. Na, vielleicht doch. Ich muss einfach mal ausprobieren, wie ich nochmal rutsche. Auf mich wirkt es nicht ganz richtig. In Paris scheint auf jeden Fall keiner nach oben zu gucken. Macht das natürlich einfacher für mich. Bam, bam, bam. Danke! Wir machen so ein bisschen Parcours, ne? Hey, Freunde, was geht ab? Na, Frau Zimmer? Entschuldigung. Normalerweise machen wir immer heiß und fettig, ne? So, da ist doch die Kiste bestimmt auch hier drin positioniert. Zeigst mit dem Finger gerade auf mich? Ich mach doch gar nichts gegen dich. Ach nee, da oben steht sie. Entschuldigung. Ich wollte definitiv nicht stören.
Ich warte eigentlich nur auf euer Dach. Oder vielleicht doch nicht. Ich wollte nur hier oben durchs Fenster. Oh Mann, Mann, Mann. Ich will doch durchs Fenster. Nein! Alter. Ich habe RB schon losgelassen. Yeah. Ich hatte es nicht mehr für möglich geglaubt, aber ich habe es geschafft, durch ein Fenster zu hüpfen. Die Wahrheit kennt nur ein Ende. Das durchs Fenster. Dididim, klettern, Parcours, Liebe machen. Seile, die keinen Schaden nehmen. Moment. Zeig nicht mit dem Finger auf mich, das macht man nicht. Na komm, geh mal hier durch. Ja, Hauptsache zurück geht's nur ins Fenster, ne? Oh, endlich. Da oben steht sie. Oh, ich kriege auch einen Fingerkrampf einfach bei dem Spiel gerade. So, Fundstücke. Eins mehr. Und jetzt können wir nach Hause. Die Hautifol. Doch bevor wir das nächste Mal dann hier wieder eine neue Mission starten, nämlich 1.3 wird das dann sein von den Erinnerungen, sage ich ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Assassin's Creed Unity. Man sagt Assassin's Creed, nicht Assassin's Creed. Ah, Proof, du lernst noch. Also, tschüle, euer Doc. 7 Meilen Stiefel. Ach, sehr schön, haben wir noch einen schönen Grafikfehler am Ende gehabt. Ich stehe in einer Person drin. Naja, vielleicht gibt's Schlimmeres. Oder auch nicht. Moment, das sammeln wir auch noch eben schnell ein. Das sah auch ein bisschen komisch aus. Dann machen wir nämlich hier an diesem epischen Punkt Ende. Tü-tü-tü.